Dass wir jetzt über den Wolken dann sind. Käfer, sniff it, au! Ups! Okay, nichts überstürzen. Na, ich komm da hoch. Kannst du mir nicht erzählen. Irgendwie traue ich mich da nicht ganz durch, fällt mir auf. Ah, so. Okay, da warte ich ab. Wie die Augen von diesem Käfer abspacken, von dem Hubster. Nach oben. Oh, ich sehe dann langsam schon Sternenhimmel. Yay. Immer höher und höher hinauf. So, jetzt bin ich da. Ah! Okay, da wäre... Will ich das schaffen? Nein! Aber, ja, das wäre die Abkürzung gewesen. Da wäre ich gleich da rausgekommen. Und dann hätte ich nicht 4 Herzen gehabt. Ups, zu früh. Da kann ich schön abpassen, wenn die auf mich schießt. Und boing. Ja, eine rote Birdo ist kein Problem für mich. Okay, wieder Lego-Steine. Und diesmal Twilight, die zweite. Das Böse ist, wenn du das mit... wenn du das mit den Pilzen da versaust, dann hast du ein Problem. Den Hit nehme ich. Oh yeah. Na also. Und weg. Kirsche, Sniffy, ja, kennen wir schon. Ja. So, jetzt sind wir in der 7. Welt. Ja, ergibt es Sinn, wir sind jetzt in den Wolken. Den ganzen Weg sind wir da dann hochgeklettert. Nee, das wäre zu riskant. Ich könnte eigentlich schon mit dem Vogel darüber fliegen, aber ich will mir erst noch ein bisschen aufpowern. Autsch! Ha, Double Kill. Schade, dass mir das einen Scheiß bringt. Und das Dumme ist, wenn sie explodieren, machen sie Boden kaputt. So, wir einen Pilz holen. Geld, weil ich es kann. Und wieder raus. Irgendwie komme ich mir voll so in der Antike vor. Weg und da rein. Ich als kleines Kind dachte mir, hä? Was ist denn jetzt los? Das ist eine Sackgasse. Naja. Alles gesammelt und raus. Doing. Ha, Treffer. Und doing. Treffer. Alles weg. Brauche ich nicht. Bisschen habe ich genug. Huch! Moment. Hehehehe. Wo will der hin? Oh! Hä? Also zwei komische Sachen hintereinander. Auf einmal macht der Alpatos eine Kehrtwende und ich stehe irgendwie komisch rum. Wahrscheinlich treffe ich noch die Spannweite dieses Vogels. Na, was soll's. Ich habe so lang... Ja, ich habe schon ziemlich lange gebraucht, dass ich auf das da gekommen bin. Und jetzt wieder noch höher hinauf.
Ernst jetzt, das sieht echt alles so antik und olympisch und so aus. Und ja, Kirschen, Kirschen. Moment mal. Scheiße. Hey, cool! Muss ich mir das nicht antun, aber das muss ich mir trotzdem noch antun. Oh, das kann nervig sein. Ja. Zum Glück kann Luigi ja so gut springen. Ich bin ja gleich da. Dumme Sniffits. So, jetzt noch da rum und da rein. Kotzgrüne... Bäh. Berdo. Bin ich? Oh. Ha! Ausgetrickst. Nochmal ausgetrickst. Wow, das war nett ausgewichen. So. Und rein. Oh, so viele Münzen. Theoretisch könnte ich schon auf volle Leben füllen, wenn ich die 7er alle habe, aber... Nee. Will das jetzt schnell hinter mich bringen. Also das! Vielleicht kriege ich noch einen Zufallstreffer. Sieht aber nicht so aus. Na. Okay, einmal noch. Das ist die letzte Bonusrunde und ich krieg Leben. So. Okay, 7 die 2. Das Endlevel. Startet da ganz normal. Die? Oh, daneben. Ha, getroffen. Und raus. Ah, rein, nicht raus. Okay. Fließbänder. Nö. Die ganzen Viecher da vernichten. Ninjis. Oh! So ein Scheiß-Tod. Nein, wenigstens habe ich die schöne Doppelziffer als Leben. Haha. Einfach draufspringen und wegschmeißen. Was war da schon dabei? Na, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ich werde alles einsammeln. Also gehe ich da zuerst nach unten. Mal sehen, habe ich die richtige Seite? Nö, habe ich nicht, aber ich kann da ja wieder zurück, dank Luigi und seinen super Sprungkräften. Okay, da ist jetzt ein schneller und ein langsamer Sparky. Aha. Und wenn der vorhin links war, ist die Kirsche jetzt rechts. Ups, oh. Doppelrechts. Jetzt muss es dann wieder links sein. Und die Kirsche wird besonders bewacht. Zwei schnelle im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn und einen langsam. Oh, egal. Jetzt laufe ich amok. Ja, geht weg! Und ich treffe keine Sau. Okay, ein. Wir haben ja schon mal da. Oh, geh weg! Na gut. Da ist ja mal schon der Pilz 1. Elegant weggesprungen. Klar, ein Schloss ist ja riesig. Gut, dann gehen wir da mal rauf. Ah, wieder Kirschen. Soll ich mir das antun? Na, ich tue es einfach. Drei, vier. Der wird gar nicht erst bemacht. Und durch. Überhaupt nicht ausgezahlt. Okay, mal durch diese Tür. Nur ein solcher? Ich dachte, es wären zwei. So, und jetzt kann man da wieder irgendwie elegant schummeln. Falscher Birdo. Da muss ich hoch. Da
Das ist sozusagen die gegenteilige Seite. Ja, ja. Trick. Ich kenne mich schon aus. Autsch! Das war überflüssig. Ist da nicht ein... Oh, da ist nur einer. Ich dachte, da wäre eine ganze Gruppe. Und da raus. Yay, ich bin wieder frei! Uhui. Und kein Fallschaden. So, schnell da runter. Ich glaube, das ist die Seite. Ha, diesmal habe ich es richtig gemacht. Und den Pilz. Ich glaube, ich habe alle Pilze gezeigt. Wenn ich einen vergessen... Na, ich weiß, ich habe einen vergessen. In 3D3. Ach, da hätte ich in dem ersten Raum, als ich dieses Riesengebäude da betrete. Ganz links ist da ein Po und auf diesem Po wäre ein Pilz gewesen. Das habe ich vergessen. Aber egal. Alles klar. Oh. Jetzt kommt dieser Part. Links. Spring! Okay. Nehme ich an. Oh, Spark ist überall. Okay, von dich lasse ich mich nicht. Von dir. Grammatik. Von dich treffen. Oh. Und kein Herz. Ich glaube nicht, das ist der... Nö, kann ich nicht. Ich muss durchrennen. Und manchmal passiert es, wenn ich mich da fallen lasse, dass ich sterbe. Oh. Oh. Rote Birdo. Haja. Nein! Fuck. Egal, egal. Ich habe 54 Leben, dessen Ziffernsumme 9 ist. Aha. Schieß. Mann, mein... Bäh. Das Fließband. Okay, mit Tod wäre das viel einfacher. Aber ich bevorzuge nun halt Luigi. Wow, das ist gesessen. Und zack. Und in der Luft schnell den Schlüssel geholt. Die Gegner gedouble killed. Und ein Herz. Perfekt. Wir sind bald da, wir sind bald da. Zwei Pilze da noch. Und rein zum Boss. Ha ja! Nee, war ein Schmäh. Der greift mich an. Ha ja! Du willst es nicht wohl, ha? Huh? Nö, nö, nö. Ich geb dir eins in die Fresse. Ja, im Wasser dieses Wortes. So, und jetzt sind wir beim Endboss. Mit ziemlich epischer Musik. Hier ist er. Wart. Der Frosch. Das ist alles eine reine Timing-Sache. Und wenn man es gut macht, kann man ihn sogar zweimal hintereinander treffen. Ach, das war zu früh. Das Interessante ist, die Blasen, die uns früher immer geholfen haben, tun uns jetzt weh. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Egal. Na. Und aus der Distanz. Ach, ich bin so langsam für einen Doppeltreffer. Oh, jetzt habe ich zu früh geschossen. Ha, Doppeltreffer. Ah. Verdammt. Ich hätte mir gedacht, das wird was. Aber ich glaube, wenn ich... Ich muss ihn eh nochmal einmal treffen. Ja, ich hatte sogar recht. Au, der tut mir weh. Der tut mir immer noch weh. Jetzt nicht mehr. Und geschafft. Oh yeah. So. Schnell die Subcon da retten. Ja, so heißen die kleinen Dinger da.
Oh. Ja. Luigi ist der Obermods hier. Ja, die anderen habe ich halt alle einmal gezeigt. Und da wird Watt verschleppt. Der sogar blutig geschlagen wurde. Wow. Was soll das jetzt heißen? Heißt das, Gemüse ist schlecht für die Augen? Und ja, es war alles nur ein Traum. Ah ja. Mann, der hat einen guten Schlaf. Oh. Wie ist denn der jetzt aufgewacht? Es wäre ja nicht so, als hätte da irgendein Wecker geklingelt oder so. Na gut, na wer war denn alles dabei? Ja, Mario, Luigi, Princess oder auch bekannt als Peach Toadstool, Toad, Shy Guy, Sniffit, ach diese nervigen Schießviecher, Ninchi, die kamen in Super Mario World auch noch vor, Biso, ja, Porcupo oder einfach Igel, Tweeter, genau, Tweeter heißen die, Tweet, aha, Bob Omb, Hoopstar, Trauter, ja, Fischi Fisch, Pidgeot, Panzer, oh, diese Pflanzen, Flurry, McFlurry. Alpatos, Fanto, Spark. Oh, kein Y am Ende. Okay. Subcon, Pokey, Birdo, Ostro, Autobomb, Copwet, Mauser. Ja. Fry Guy. Clockwhip. Twilight. Alles ziemlich interessante Bosse. Vor allem die Krabbe. Und Wart. Der nie wieder in einem anderen Spiel vorkam. Push Start. Save and Quit. Ja, das war Super Mario Bros. 2 von mir. Und nächstes Mal hole ich meinen Kollegen ans Boot. Oder ins Boot. Wer es sein wird, werden wir dann sehen. Jedenfalls danke sehr fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Gaudemann.